denke, im zweiten Teil wird es nicht minder spannend und lehrreich sein. Wir haben herausragende Referenten auch in diesem zweiten Teil. Und den ersten Aufschlag macht mein Kollege und Partner, Herr Dr. Georg Gerten. Und wir werden sehen, am Beispiel des Keratokonus, dass auch die Hornhautchirurgie, ähnlich wie die Premium-Linsenchirurgie, ja, eine Klaviatur an Möglichkeiten heutzutage bietet, was alles möglich ist und für wen sinnvollerweise zur Anwendung kommt. Darüber gibt uns Aufschluss jetzt Georg Gerten. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir zum Thema kommen, möchte ich mich gerade bei meinen Mitautoren bedanken. Das sind die Wissenschaftler und Ärzte von unseren MVZs in Köln und Leverkusen und die Physiker von der Technischen Hochschule in Köln. Meine finanziellen Interessen. Ja, refraktive Chirurgie bei Keratokonus. Herr Gickler hat uns erzählt, dass das eigentlich eine Kontraindikation ist, ein Keratokonus. Warum machen wir das dann? Nun, Keratokonus-Patienten sind stark gebeutelt, nicht nur durch ihre oft hohen Ametropien, sondern, wie Sie hier sehen, in der Mitte diese Irregularitäten, hier das weniger betroffene Auge zum Vergleich, diese Irregularitäten machen einen schlechten Brillenvisus und behindern den Patienten stark. Dazu kommt jetzt noch der Pandemieeffekt. Ohne Brille sieht man alles verzerrt, mit Brille ist alles verschwommen. Und wenn Sie hier sehen, was das bedeutet, die Hygiene bei der Kontaktlinsenversorgung ist auch ein Problem. Es gibt ja Optionen, chirurgische für refraktive Chirurgie beim Keratokonus, sogar einige. Davon will ich jetzt gleich einige von diesen kurz mit Ihnen besprechen. Die meisten werde ich nur ganz kurz beleuchten, damit wir nachher noch Zeit haben für die wesentlichen Dinge, zum Beispiel das von uns entwickelte Clear Cornea Femtodike Verfahren. Und wem das jetzt gleich zu schnell geht oder wer da was verpasst hat, der schickt uns einfach eine Mail und dann kriegt er den Link zur Aufzeichnung. Ja, nehmen wir den Patienten von eben, diese zentralen Irregularitäten, was ist das, wenn wir eine Pentacam-Aufnahme machen, dann können wir das mathematisch zerlegen mit einer Zernike-Dekomposition und sehen, das ist hier dieses vertikale Koma, diese höhere, fehlerhöheren Ordnung werden auch als grob irregulärer Astigmatismus bezeichnet oder eben Aberrationen, was wir teilweise jetzt im Vortragssynonym verwenden. Was machen die? Nämlich diese Schattenbildung, die Sie hier sehen. Durch diese Geister oder Schattenbilder sind die Patienten oft mehr gestört als durch die eigentliche Fehlrefraktion. Ja, und bei diesen vielen Verfahren den Überblick zu behalten, haben wir dieses Keratokonus-Schema hier entwickelt und Sie sehen, das ist zwischen Augenreiben, zwischen Vermeidung von Augenreiben, also gar nichts chirurgisch machen und dem Maximallösung Keratoplastik angesiedelt. Bei dem Patienten hier können wir schön sehen, das ist ein progredienter Fall. Visus ist schlecht und die Fehlerhöherung, Ordnung sind so mittelhoch. Da ist ein Crosslinking zusammen mit einer Topo-PRK ein geeignetes Verfahren. Dann prüfen wir das Ablationsprofil, ob das zu den Fehlerhöherordnungen passt. Das tut's. Die Korneadicke ist ausreichend und die Operation selbst geht dann ganz schnell, hier aus Patientensicht, hier aus Operateursicht. Hier kommt es darauf an, dass wir die Baumann-Membran schön abladieren, dass es hier keine Abbrüche gibt, sodass die Patienten hinterher auch dann keinen Haze kriegen. Danach erfolgt dann die Riboflavin-Einwirkung und die Bestrahlung. 9 Monate postoperativ eine deutliche Reduktion hier der Fehlerhöherung, Ordnung und eine Visussteigerung um 2 Stufen. Das kann man ungefähr für 50, also mehr als 50% der Patienten sogar sagen, dass die mehr als 2 Linien gewinnen durch die Operation. Und die Komplikationen sind insgesamt sehr gering. Man kann noch darüber diskutieren, ob man das simultan oder sequenziell macht. Insgesamt also ein sicheres Verfahren für Keratokonus Stadium 1 bis 2. Was wir dabei gelernt haben, ist, dass wir für unsere, sage ich jetzt mal, Standard ganz normalen Refraktivpatienten bei den nativen Augen auch dort kleine Irregularitäten schon mal haben und dass auch bei diesen Patienten manchmal ein individuelles Strahlprofil sehr sinnvoll ist, um den Visus dann natürlich in anderen Dimensionen vielleicht von 1,0 noch etwas höher zu bekommen. Also das haben wir auch aus diesen
Untersuchung gelernt. Wenn das alles gut gelaufen ist, dann kann es sein, dass die Patienten, die hier trotzdem noch Beschwerden haben, hier hauptsächlich durch eine verbliebene spherozylindrische Fehlsichtigkeit nach Topo-PRK und durch die Anisometropie, und wenn, wie nach der CXL hier, die Kornea stabil ist und geringe Aberrationen vorliegen bei gutem Brillenvisus, dann kann man den Patienten natürlich genauso behandeln wie jeden anderen Refraktivpatienten auch. Hier eine torische ICL implantieren oder eine torische IPCL. Da machen wir zurzeit eine Studie, nehmen wir auch noch Patienten auf. Wenn Sie da Patienten haben, können Sie die gerne schicken. Sehen ein guter Visus 08, wunderbar. Aber was ist, wenn Aberrationen hoch sind und die Fehlsichtigkeit, wie hier bei einem Patienten, der mir aus Moskau geschickt wurde, dann müssen wir ein anderes Verfahren wählen, zum Beispiel dieses hier. Hier schneiden wir einen Tunnel in die Kornea hinein und dieser Tunnel dient zur Aufnahme eines intrakornealen Ringsegmentes, was wir hier dann vorsichtig implantieren. Hier sehen Sie schon das Riboflavin zur späteren Vernetzung. Ja, 4 Wochen später sehen Sie, dass dieser Buckel in der Hornhaut hier schon wesentlich glatter ist. Der Patient hat ein Visus von 0,4 pp und ist zufrieden. Diese gute Wirkung kommt allerdings mit einer sehr breiten Streuung. Deshalb ist dieses Verfahren hohen Ametropien und Aberrationen vorbehalten. Was ist, wenn zusätzlich eine Katarakt auftritt? Diese Patientin wurde mir geschickt mit der Frage Phakoemulsifikation und torische Linsenimplantation auf der linken Seite. Ist die Frage, ist das eine gute Idee bei Keratokonus? Ja und nein. Die Kornea ist in diesem Alter meist stabil, aber man kann eine torische Linse nur sinnvoll implantieren, wenn die Kornea überwiegend einen regulären Astigmatismus hat. Wie hier in diesem Fall, das ist nicht der Fall von eben, das ist ein Fall, den wir als Beispiel jetzt hier haben. Und beim Fall von eben, für diejenigen, die eben gut aufgepasst haben, sehen schon, da ist was an der Kornea schon gemacht. Ja, ein ICR in der Türkei implantiert, der leider etwas schräg implantiert wurde und dezentriert zu einer hohen Aberration der Kornea führt. Ja, in diesem Fall ist es gut, sich nochmal die Rolle der Pupille zu vergegenwärtigen. Wenn wir die Pupille hier in der Simulation von 6 mm auf 3 mm reduzieren, dann steigt schon die Qualität des Bildes erheblich an und Sie können sich denken, was jetzt kommt. Wir haben also eine Phakoemulsifikation gemacht, die will ich mal überspringen und gehen hier in die Implantation. Was wir hier implantieren, ist eine Linse mit einem stenopäischen Effekt, eine sogenannte Pinhole-Linse. Und am ersten Tag sehen wir, dass diese schwarze Fläche hier die Aberration der Kornea ausblendet und gleichzeitig das in der Mitte wie eine stenopäische Lücke wirkt. Die Blendung ist weg und die Patientin sieht 0,6 und ist natürlich auch gegenüber kleineren Refraktionsfehlern unempfindlicher. Für Keratokoni im stärkeren Stadium, was haben wir da? Nun, hier sehen wir, ist eine starke Vernarbung des Stromas schon eingetreten. Der Kontaktlinsenvisus ist mit 0,3, kommt ja auch nicht mehr richtig hoch. Aber die Descemet-Membran ist noch gut erhalten. In dem Fall müssen wir transplantieren und da möchte ich mit Ihnen ein ganz spannendes neues Verfahren noch besprechen. Wie gesagt, was wir hier im Hause entwickelt haben, die sogenannte Clear Cornea Femtodalk. Was machen wir dabei? Ich erkläre es kurz schematisch. Wir gehen mit einem Tunnel bis zur Descemet herunter. Wir separieren die Descemet vom hinteren Stroma mit einer BSS- und Hyaluronsäureblase. Dann nehmen wir den Femtosekundenlaser und schneiden einen kornealen Lentikel aus. Wie das im Einzelnen, dann wird natürlich ein neuer Lentikel transplantiert und das Ganze fixiert. Wie das genau passiert, sehen wir hier im OP-Video. Hier ist der Clear-Cornea-Zugang und Sie sehen hier am Reflex, dass wir hier ganz dicht vor der Descemet-Membran ins Zentrum hin vorsichtig präparieren. Wir haben dann eine Kanüle entwickelt, die habe ich so gestaltet, dass sie konisch ist und vorne eine Öffnung hat, die sieht man jetzt nicht, die ist auf der abgewandten Seite und nach unten. Wozu das jetzt gut ist, sieht man gerade, nämlich diese Form komprimiert das Gewebe hier hinten und dieses Löchlein, was jetzt nach unten zeigt, führt, wenn man jetzt Druck drauf gibt, dazu, dass das BSS nach unten strömt und die Descemet hier separiert und sozusagen nach hinten wegdrückt.
wenn wir das so schön gemacht haben, gehen wir zum Femtosekundenlaser. Hier sehen wir diesen künstlich geschaffenen Raum, diese Blase oder Bubble. Und in diese Blase hinein lassen wir jetzt den Femtosekundenlaser schneiden. Und der fängt an, in dieser Bubble zu schneiden. Der schneidet also von posterior nach anterior durch dieses Stroma des Auges durch, was uns dann die Chance gibt, diesen hier kranken Lentikel in der Mitte der Kornea gleich zu entnehmen. Und sobald der Laser ganz das Epithel oben durchdrungen hat, können wir den dann wieder unter das OP-Mikroskop nehmen. Kleinere Brücken, die manchmal da stehen bleiben, kann man mit dem Rechts-Links-Scherchen dann wegnehmen. Und Sie sehen dann unterhalb des Explantates sehen Sie hier noch ein bisschen Hilon und sehen Sie auf die Blase, das ist eine geschlossene Vorderkammer, die Blase liegt da ganz ruhig in der Vorderkammer. Wir müssen natürlich das Endothel beim Spender entfernen. Der Patient behält ja sein eigenes Endothel. Hier sehen Sie nochmal beim Spülen, ganz ruhig liegt die Blase in der Vorderkammer im geschlossenen System. Darauf wird jetzt der Spenderlentikel gelegt. Und der wird dann ganz normal, sage ich jetzt mal, wie bei einer standardperforierenden Keratoplastik vernäht. Ich gehe mal hier zum Schluss. Hier sehen wir dann das Endergebnis, eine Double Running Anti-Torque Hoffmann Naht. Am ersten Tag ist das Ganze noch ein bisschen geschwollen, aber das Transplantat liegt hier schon gut im Endothel an. Nach 3 Monaten sieht das dann so aus. Im Bestfall haben wir sogar einen Visus, Kontaktlinsenvisus von 1,0p. Wir haben vor allen Dingen keine Trübungen im Interface und kaum Streuungen gesehen bei diesen Patienten. Wir haben mittlerweile 22 Augen gemacht. Das eigene Endothel blieb in allen postoperativ, in allen Fällen so stabil erhalten. Und wenn Sie sich die Visussteigerung ansehen, wir haben jetzt noch nicht alle Fälle ausgewertet, aber alle haben über 2 Zeilen Visusgewinn. Und bei denen, die schon 12 Monate oder mehr Follow-up haben, ist keiner über 0,5. Die sind alle, es ist keiner unter 0,5. Die haben alle einen Visus über 0,5 erreicht. Und bei den Jahreskontrollen sogar ein Visus von 0,76 als Kontaktlinsenvisus mit liegenden Fäden teilweise noch. Ne? Ja, die Fehlerhöherordnungen sind bei allen gesunken. Und bei den Komplikationen muss man vor allen Dingen über die Komplikationen reden, die wir nicht gehabt haben, nämlich keine schweren Komplikationen, keine Trübungen und diese fiesen Interface-Trübungen nachher. Das hier haben wir erwartet, dass es nicht bei allen Patienten gelingt. Die Decimet ist bei manchen Keratokonus-Patienten schon so vorgeschädigt, dass man es halt nicht erhalten kann, aber das ist eher selten. Bei 80% funktioniert es und wir haben eben diese schweren Komplikationen nicht gehabt. Zusammenfassend kann man sagen, dass es die erste Dalk-Technik mit Clear-Cornea-Zugang ist. Der Femtosekundenlaser gibt das Tüpfelchen auf dem i, um das erfolgreich durchzuführen. Patienten haben alle ihr eigenes Endothel behalten. Visussteigerung war gut und wir haben eben keine Immunreaktionen, kaum Haze. Und wir haben hier die Chance, dass der Patient dieses eine Transplantat lebenslang vielleicht halten kann, da es ja sein eigenes Endothel ist. Das ist eine sehr vielversprechende neue Technik. Ja, jetzt lassen Sie mich den Bogen spannen. Zum Anfang wieder. Wir sehen, dass refraktive Chirurgie in vielen Fällen auch bei Keratokonus möglich ist. Es ist, wie wir hier gesehen haben, dann meist ein Mix aus therapeutischen und refraktiven Maßnahmen erforderlich. Wichtig ist die genaue Patientenauswahl. Dann kommt man auch zu sicheren und stabilen Ergebnissen. Und man hat wirklich einen Segen für diese stark sehbeeinträchtigte Patientengruppe. Ja, wem es zu schnell ging, wer mehr Info haben möchte, der schreibt uns eine kurze Mail an info@laserforum.de ohne Text, betreff Fortbildung, kriegen Sie den Link zur Aufzeichnung und vielleicht auch noch ein paar Tipps zur Abrechnung. Die meisten Dinge, die wir hier erzählt haben, sind ja auch refraktivchirurgische Maßnahmen, müssen da privat abgerechnet werden. Ja, damit möchte ich mich bedanken und stehe für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Georg. Es sind auch einige Fragen im Chat aufgetaucht. Lass mich mal vorweg nochmal das ein bisschen klarer stellen. Die refraktive Chirurgie bei Keratokonus. Wie weit machst du hier die refraktive Chirurgie? Wir haben bei dem Fall gesehen, dass die Sehschärfe sich verbessert hat.
Die Aberrationen waren weg, aber der refraktive Fehler war noch da. Was ist das Ziel? Willst du wirklich die komplette Refraktion korrigieren oder geht es wirklich nur darum, die Aberrationen zu reduzieren? Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Es ist natürlich sehr schwer, bei diesem wilden Ritt jetzt hier in 15 Minuten all das im Vorhinein zu klären. Deshalb, das wäre noch sozusagen ein extra Thema nochmal gewesen, zu sagen, bei jedem Fall oder bei jeder Situation, was ist das Ziel der refraktiven Chirurgie? Normalerweise beim gesunden Auge ist es ein perfektes Sehen ohne Hilfsmittel. Und beim Keratokonus kann das sein, eine Verminderung der Aberration, also rein eine Verbesserung der Fehlerhöheordnung. Es kann sein, eine Verminderung der Refraktion, wie wir eben gesehen haben, falls die Fehlerhöheordnung nicht so eine große Rolle spielen, kann das dem Patienten auch weiterhelfen. Und es kann beides sein, also eine Kombination aus beidem. Und beim Keratokonus haben wir eben immer das, deshalb ist das Thema auch eigentlich didaktisch so wertvoll, immer auch den Bezug zur Erkrankung. Das heißt, wir haben eine unterliegende Erkrankung, müssen natürlich auch dieses Problem mit einbeziehen. Zum Schluss haben wir ja diese ganz starken Konusfälle gesehen, da geht es dann eben nicht mehr um Refraktion, sondern da geht es um Sehen überhaupt. Jetzt wird gefragt, wenn du die Topo-PRK mit Crosslinking durch, also eine therapeutische PRK bei Keratokonus durchführst und das Crosslinking machst, was machst du, wenn du aus einem myopen Patienten dann, und das kann ja passieren, einen hyperopen Patienten machst? Also die Aberrationen sind weg, aber der Sehfehler hat sich umgekehrt in einen hyperopen Astigmatismus beispielsweise. Ja, klar. Wir müssen dann auch genau da nochmal schauen, was ist der Anspruch des Patienten vorher gewesen. Viele Patienten sind glücklich, wenn einfach nur die Aberrationen weg sind und ihr Fehler mit Brille ausgleichbar ist. Das kann schon ein Ziel sein. Und wenn dann noch eine Restrefraktion vorliegt, wir haben das ja in dem zweiten Fall gesehen, dann kann man die vielleicht mit einer ICL korrigieren, wenn es denn nötig ist. Eine Frage, die jetzt vielleicht nochmal etwas spezifischer die DALK betrifft, in Abgrenzung zur DMEC. DMEC, die betrifft ja das Endothel. Da wird man mit dem Femtosekundenlaser zunächst einmal nichts machen können, denke ich. Also das ist jetzt nochmal gut, dass die Frage gestellt wird, weil DALK und DMEC müssen wir hier klar unterscheiden. Also bei der DALK, wie hier gezeigt wurde, da wollen wir das patienteneigene Endothel erhalten. Und bei der DMEC, Sprichwort Endotheldystrophie, da wollen wir das patienteneigene Endothel austauschen. Das sind also zwei an sich gegenläufige Verfahren. Beide Verfahren haben Ähnlichkeiten, die Descemet-Separation. Da haben wir bei der DMEC ein Verfahren entwickelt, was auch hier angewendet wird mit dieser Blase. Das funktioniert auch bei der Transplantatpräparation der DMEC sehr zuverlässig. Aber es ist eben grundsätzlich ein anderes Verfahren. Und der Femtosekundenlaser ist uns bei beiden hilfreich, auch bei der DMEC durchaus zum Ausschneiden, zum feinen Ausschneiden der Descemet-Membran. Das wenden wir auch an bei uns. Mit dem Icon-Laser geht das auch, indem man vor der Transplantation am Patienten selbst fein die Zähne mit anritzt, dann kann man sie einfach operationstechnisch besser abziehen. Mhm. Der Tobias Neuern hat eine Frage in den Raum gestellt. Ist es vorstellbar, dass du den Femtosekundenlaser nutzt, um einen Kanal zur dünnsten Stelle zu präparieren? Hätte das eventuell Vorteile im Vergleich zur Mechanik-Methode? Ja, das ist jetzt wirklich schade, jetzt ist online schade, dass der Tobias nicht hier ist und man das so diskutieren kann. Er macht ja auch viele Hornhautchirurgische Eingriffe. Ja, klar, das gibt ja, der Theo Seiler hat das ja auch schon vorgeschlagen, mit dem Femtosekundenlaser an die Descemet heranzugehen. Ich habe es, muss ich sagen, auch ein paar Mal gemacht. Den ganz großen Vorteil sehe ich noch nicht gegenüber der Methode, die ich hier gezeigt habe, wenn man vorsichtig mit dem Spatel reingeht und eine Luftblase in der Vorderkammer hat, dann sieht man eigentlich ganz gut, wenn man Descemet nahe kommt. Ich habe das Gefühl, da brauchen wir bei den Femtosekundenlasern noch eine Entwicklungsstufe mehr. Also wir bräuchten da noch ein genaueres OCT, noch ein bisschen bessere Steuerung und dann irgendwann wird es so sein, dass der Femtosekundenlaser
klar besser ist. Die Richtung geht dahin, ja. Aber okay. Da sind wir, glaube ich, mit den derzeitigen Maschinen noch nicht. Ja. Eine letzte Frage zur Abrechnung. Wer soll das alles bezahlen? Ja, gute Frage. Die wird ja immer gestellt. Ja, und vor allen Dingen auch die postoperativen Kontrollen, ja. Die sind ja auch unter Umständen langwierig und engmaschig. Wie soll der konservative Arzt, der einen solchen Patienten nachbetreut, mit diesen Patienten umgehen? Sind das IGL-Leistungen oder sind das Leistungen, die im Rahmen der kassenärztlichen Versorgung schon auch abgebildet sind? Teils, muss man hier sagen. Wir haben ja jetzt, in diesem Vortrag war ja refraktive Chirurgie durchaus vermengt mit medizinisch-therapeutischen chirurgischen Maßnahmen. Und alles, was refraktiv ist, das muss auch wieder privat bezahlt werden. Alles, was medizinisch-therapeutisch ist, ist im Rahmen der GKV abzubilden. Ich würde vorschlagen, weil die Fragen oft recht delikat sind, nutzen Sie doch dafür diese info@laserforum.de-Adresse. Und da können wir sicher im Nachgang zu dem Symposium noch ein bisschen genauere Informationen liefern. Ich muss sagen, ich bin auch kein Abrechnungsspezialist, aber da würde ich mich gerne auch vorher noch mal mit unseren Abrechnungsspezialisten kundtun. Okay. Ja, vielen Dank, Georg.